Willkommen zurück zu Homemade. Dieses Mal habe ich meine Freundin Claudia zum Basteln eingeladen. Weil in meinen Augen gibt es nichts Feineres, als gemeinsam kreativ zu sein, Ideen auszutauschen und Verschiedenes auszuprobieren. Und am besten dann noch bei Punsch und Keksen. Nachdem wir beide in einem Haushalt mit Tieren leben, da gibt es bei uns keine Christbaumkugeln aus Glas, sondern normale Kunststoffkugeln. Und da haben wir uns überlegt, wie man diese verschönern und idealerweise auch noch beleuchten kann. Claudia hat LED-Teelichter gefunden, die kann man mit Fernbedienung steuern. Und sie hat große Schmuckkappen entdeckt, die wollen wir anstelle der hässlichen Anhänger verwenden. Gemeinsam haben wir dann geschnitten, gebohrt und gedrahtet. Und was am besten funktioniert hat, um Lichtkugeln zu gestalten, das zeige ich euch jetzt. An Materialien benötigst du Christbaumkugeln aus Kunststoff. Ich habe hier die Größen 8 und 10 cm. Dann Schmuckkappen in Gold. Golddraht oder Musterbeutelklammern, LED-Teelichter, einen Lötkolben und eine Bohrmaschine. Leg die Kugel auf einen Becher oder Schüssel, damit sie nicht wegrollen kann. Schneide nun dort, wo der Hals der Kugel ist, ein Loch für das Teelicht. Dafür markiere einen kleinen Kreis mit einem Glas. Jetzt schneide diesen mit einem Lötkolben aus. Wichtig, je nachdem aus welchem Kunststoff deine Kugeln sind, kannst du das draußen oder drinnen tun. Sind deine Kugeln aus Polypropylen, ist es fein, diese drinnen zu schneiden. Bei PVC mach dies aufgrund der Dämpfe unbedingt draußen. Den entstandenen Wulst am Rand kannst du nach dem Erkalten einfach wegbrechen. Bohre mit deinem Bohrer Löcher in deine Kugel. Wichtig, halte den Bohrer immer senkrecht zur Kugel und drücke fest auf, damit er nicht wegrutschen kann. Am besten variierst du die Stärke des Bohrers, damit können ganz unterschiedliche Muster entstehen. Umso größer das Loch, umso besser siehst du nachher die Lichteffekte. Für das Befestigen der Schmuckkappen fehlt Draht durch die Kappe und ein Bohrloch. Zieh jetzt den Draht einfach mehrmals durch und verdrehe die Enden. Eine andere Variante ist auch, dass du Musterbeutelklammern verwendest. Wenn du den Draht nur an zwei Stellen auf einer Seite befestigst, hält er die Kappe fest und du kannst trotzdem das Licht hineingeben und auch gegebenenfalls austauschen. Solltest du keine Schmuckkappen haben, kannst du dir auch selbst welche aus Draht machen. Dafür wickel im einfachsten Fall den Draht zu einer Schnecke. Falls du die Kugel aufhängen möchtest, befestigt noch einen dünnen Haken aus Draht. Ich hoffe, die Idee mit der Lichtkugel hat euch gefallen. Ich mache jetzt eine Pause bis in den Jänner. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und auf ein Wiedersehen im neuen Jahr.